Yes, baby! Woo! Yes, boys! Sieg von Weißner! Woo! Yes! Zweiter Sieg in Folge von Weißner! Jetzt gleich mal heftig crashen! Oh Mann, Weißner! Mit dem Jan Bürgi im Schorten sind wir kollidiert. Schau mal. Oh, das ist witzig! Ah, es waren auch schon 10 Minuten. Wie lange dauert bis der Motor im Arsch ist von Beißler? 120, 121, 122. Jetzt muss er doch fahren, regelt der Motor. Der ist ja immer noch nicht, der ist nicht kaputt. Yes, 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 yes! Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 2 in Suzuka, Japan. Das vorletzte Rennen. Und der Beißler ist ja voll in der WM dabei. Er führt sie an mit 30 Punkten. Und dann kommt der Daniel Schmutz. Wer hätte das gedacht? Vom Luca Lichtmes. Das sind die ersten drei. Outtake. Ich weibe gleich die Kotze hoch. Out beim Daniel Schmutz. Ja, da wissen wir schon mal. Grüße an dieser Stelle an den Herrn Schmutz. Ich bin mal gespannt, ob er das aufgenommen hat. Ja, das gehört zu. Also das war jetzt absolute Körperbeherrschung. Jeder andere hätte da gekotzt, ey. Das war Outtake. Und dafür sage ich mal Hallo an dann. Jetzt wollte ich mich auch dabei. Hallo. Weil Warwick hat man ja unschwer gehört. Ja. Und jetzt. Weil er den Daniel Schmutz auch. Wir gehen mal jetzt ins Freitagsqualifying, damit er was anders aus sich rauslassen kann, nämlich seine Sprache. Oh Gott. Was für eine Überleitung, Beißler, ich bin echt fasziniert. Servus und hallo zu Grand Prix 2. Zu dem zweitletzten Rennen, vorletzten Rennen in Japan, in Suzuka und mit mir dabei der Kevin und der Beißler. Yes! Arsch. Und Kevins Arsch. So genau willst du aber nicht wissen. Also in Suzuka, das sollte auch was möglich sein. Ich habe ja vorhin mal wieder ein Setup ausprobiert vom guten Fuchsi. Grüße an dieser Stelle. Und mal eine halbe Runde gefahren. Sollte was möglich sein. Wie sieht es denn bei dir aus, so streckemäßig? Bist du damit vertrauter, als es du in Jerez warst? Ja, ja. Japan ist ja auch noch aktuell. Ja. Im Gegensatz zu Jerez. Jerez, der wird seit 97 nämlich gefahren. Genau, in Suzuka. Zwischenzeitlich war ja mal 2 Jahre in Fuji ein Japan Grand Prix und dann sind sie wieder nach Suzuka. Ja, Suzuka ist einfach die geilere Strecke. Ja, Fuji, da hat es ja dauernd geregnet. Gut, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, was da mal passiert ist. Was ist da mal passiert? Reifenschaden Schumacher. Das weiß ich, 1998, da wurde Häkkinen. Als es um die WM-Entscheidung ging. Da wurde Häkkinen Weltmeister. Genau. Damals. Das ist. Weiß nicht, ob du noch das Bleifuß kennst. Das war so ein Formel 1 Comic. Da ja, ist doch, das, ja, ich kenn's. Durch den Kakao gezogen worden damals. Da hat Mickey Mouse den Reifen vom Schumacher abgeschossen. Und 99 wurde Häkkinen auch hier Weltmeister. Da hat's der Irvine nicht geschafft, Gott sei Dank. Ich bin sehr froh drum, dass der Irvine da nicht geschafft hat. Der Eddie. Aber der ist als Hund karikatiert worden. Karikiert. Aber 2000, da wurde Schumi dann hier Weltmeister. So viel zur Geschichte. Unsere Geschichte ist auch eindeutig. Ich glaube, der Walvorik muss ein bisschen mehr tun für die WM, um das noch zu biegen. Bei mir, ich könnte es ein bisschen leichter angehen lassen. Ich könnte ja einfach crashen, dann habe ich es auch. Bei dir ist aber das Problem, bei dir haben die ersten 10 genauso viele Punkte wie der erste bei Walvorik. Ja, aber ich müsste ja nur mal einen Schmutz oder so abschießen und dann hätten die keine Punkte mehr. So einfach ist das. Einfach mal wieder Rückwärtsgang einlegen, so wie in Jerez in der Boxergasse. Ich hab gesagt, mal machen wir es genau umgekehrt, dann spiele ich mit allen gleich und dann beißt man mit die 94er. Ja, haben wir doch mal so gesagt. Dann hören wir uns wieder. Das wäre doch mal echt interessant, wenn man das nächste in der zweiten Saison wirklich so mache, dass du dann die beliebig machst. Alle gleich ist doof. Aber ich werde eher eine höhere Schwierigkeitsstufe einstellen. Es könnte zwar frustrierend werden, aber andererseits auch. Das ist es ja jetzt auch schon manchmal, oder für dich, in der letzten Renne. Ja, dann halt so richtig, weil dann ist es richtig schwer. Aber das wäre zumindest mal was Cooles. Das wäre zumindest mal fordernd.
Also, ihr hört schon, liebe Zuschauer, es wird wohl eine zweite Saison geben von Grand Prix 2. Ich wäre auf jeden Fall dafür, der Valvo wohl auch. Vielleicht schaffe ich es ja bis dahin auch aufzunehmen. Und vielleicht schafft es Kenny auch Grand Prix 2 sich zu beschaffen, dann gibt es einen Free-Getter. Ein Dreier. Das ist sogar ein Flotten, weil es ein Rennspiel ist. Ich habe jetzt eine Mann, ey. 1,46,692 geschafft. Vor mir ist nur noch der Matthias Scholz. Nein, das geht aber nicht. Boah. Und der Lukas Bern, der Bergold, okay, aber der Scholz, okay, wenn der Scholz vor mir startet, könnte ich ihn ja zur Seite schieben. Ich bin jetzt im Sandwich von German BMW, vor mir der Scholz, hinter mir der Dagomé. Oh, der Jan Bürki auf 3, das geht gar nicht. Also, da muss was besser Setup noch drin haben. Vielleicht habe ich das wieder rausgeschmissen. Es würde einiges erklären. Ah, ne, ich habe es noch drin. Tja, da kann man jetzt auch nicht viel sonderlich machen. Ich würde es mal probieren weiterhin. Also, der Scholz und Jan Bürki, ja, ist auch nicht so toll wegen der WM, aber der Scholz gefällt mir auch nicht da vorne. Also, den Scholz will ich auf jeden Fall überholen. Das sollte möglich sein. Ich glaube, ich habe aber. Doch, ich habe die 2 Liter Sprit gehabt, der war doch gerade bei 0. Vielleicht soll ich mal 1 Liter Sprit probieren. Das wäre eine Idee. Ja, das wird aber, glaube ich, nur die Auslaufrunde reichen. Aber der Matthias Scholz, das ist mein Ansporn. Und wenn nicht, dann drehe ich um und treffe den Scholz von der anderen Richtung. Das finde ich eine persönliche Beleidigung, dass der vor mir steht. Sozialplerus. Danke. Mal gucken, ob man im Qualifying ein paar Crash sehe werde. Das überlege ich mir erstmal, wie ich noch ein bisschen 46, Zeit verbessern. 47, 8, boah, okay. Was hast du gehabt? Auch 1,48 rum. Ja. Das habe ich jetzt auch 1,486, der Rest schon wieder vergessen. Aber ich bin. 48,3, ich bin auf Platz 3 gerade nur. Oh, ich bin 12 da, ich werde jetzt immer mehr durchgereicht. Also es scheint kein so gutes Qualifying zu werden, obwohl ich das Setup ja geändert habe, aber Die irgendwie. Strecke liegt mir, ich versuche es halt gerade wirklich am Maximum zu fahren. Und beim letzten Mal war ich ja fernab vom Maximum, da die Strecke konnte ich einfach nicht. Ja, das hat man gesehen. Am Schluss hat er Ja, noch Leute gehört. rausgecrasht, gute Valvoric. Hat das auf dem Beißler-Stil zu Ende gebracht am Schluss. Am Beißler Style. Opa, Beißler-Style. Das ist ja jetzt erlaubt, wenn wir das Instrumental selber summen, so wie ich. Das ist ja dann nicht contentbelastend. Noch nicht, ja. Weil Da dann. lässt sich YouTube auch noch was einfallen. Ja, wahrscheinlich. Obwohl es gibt ja auch einige, die tun ja auch Songs covern. Boah, fuck. Das ist eine eigene Interpretation. Das gilt ja wieder als freie Ja, Kunst. eben, das. Deswegen sage ich, das kann ja nicht schlecht sein. So, ohne Frontflügel fahre ich über Start und Ziel. Das war klar. Und Bestzeit. Ohne Yeah. Frontflügel, so wie ich Yep. Erster geworden bin aus der Boxengasse, obwohl ich mich gedreht habe und rückwärts gefahren bin, Jerez. Das muss man auch mal schaffen. Aber ich werde jetzt doch durchgereicht, jetzt schon 14. Da mal gucken, ob ich noch was rausquetschen kann oder ob ich vielleicht das mit dem zweiten Reifensatz. Aber jetzt schon zweiter Reifensatz. Ah, ne, da gibt es schon eine leichte Verbesserung. Okay. Der Beißler auf Platz 3, weil Wore cool hat Beißler. Das hört sich gut an. Wo ist der Kenny? Der fehlt ja noch in dem Quartett. In den ersten 5. Oder macht der Kenny wieder easy peasy? Macht wieder Easy PC. Kenny hat erstmal Brotzeit. Der spielt doch im Sand. Also Minecraft. Ich bin gerade tatsächlich am Sandschaufeln, ja. Das wurde ja von einem Schweden entwickelt, habe ich gehört, Minecraft. Es kommt ursprünglich aus Schweden, das Spiel. Von Ursprünglich Ikea. Ursprünglich eine Ein-Mann-Entwicklung. da haben wie bei Linux wahrscheinlich dann auch die User das dann mitentwickelt. So, jetzt ist die Runde kaputt. Das war einmal Wer Menschen kennt zu nicht den viel. Linux Hartmann? Boah, ich hab's doch noch geschafft. 1,47. Boah, bis noch mal was verbessern Oder kennt können. sie? Ist das nicht der Linux Hartmann? Der Linux Hartmann. Ah ne, da habe ich falsch geguckt. Das war doch eine schlechtere Zeit. Der Gilbert Grün ist Erster. Der Gilbert Grün, sieh mal an.
Wo kommt der Herr, der Gilbert? Von weit draußen komme ich her und muss euch sagen. Es gilbert uns sehr. Ja, dem gilber ich jetzt auch gleich eine, wenn ich wieder rausfahre. Wer ist denn eigentlich gerade draußen? Der Bergmann, der Hamerski, der Patzak, der Der Walvori. Schumacher. Oh, ich habe die Actioncam drin, das ist sicher nicht gut. Da fahre ich dann gleich wieder gegen die Wand, so wie damals in Estoril. Hört sie mich noch? Ja. Okay, passt. Der Walvori kriegt auch schon Paranoia, Sky-Paranoia. Hört es eigentlich noch, ne? 14. Da, aber das gefällt mir noch nicht. Da habe ich mir mehr erhofft von dem Setup. Oder muss ich da selbst noch mal was zusammenfriemle? Und tschüss, Michael Schumacher. Schumacher, bing. Da mache ich dann einen Remix davon. Hä? Das war ja wie eine kaputte Katze jetzt noch. Mal gucken, ob ich noch mit dem Reifensatz was rausholen kann. Ansonsten drehe ich jetzt um und crashe ein bisschen. Das wollen die Zuschauer doch sehen. Wenn schon im Rennen nichts passiert, dann da. Im letzten Rennen Echt? war es echt einwandfrei, bis auf die erste Kurve. Da hat es der Yannick Le Gall rausgesäbelt. Aber das kann ich dafür. Er hat keinen Platz gemacht. Also. Aber sonst vom Fahrerischen her, die Strecke ist ziemlich flüssig. Im Codemaster-Spiele oder auch bei der PlayStation-Spiele war sie ziemlich schwer, weil sie halt so schnell ist, weißt Flüssig im Code, das geht, klingt irgendwie falsch. du? Du hast nicht weiter zugehört. Das Masters hast du überhört. War Es ist für eben mich der, irgendwie der Code des dasselbe. Masters, der Master des Codes, meine Es ich. ist irgendwie für mich dasselbe. Wenn ich so an die Produkte denke von denen. Ja, da kennen wir noch andere Firmen, die auch nicht besser sind. Calypso! Unter anderem, vielleicht außer der Airline Tycoon. Da kann uns der Kenny mehr drüber sagen, wie gut er ist. Ja, dein Tycoon 2 kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Habe ich vorhin erst noch wieder einen Kommentar von dem guten Stromski bekommen? Ach, der hätte mein Dankesvideo kommentiert, der Stromski. War ich sehr überrascht. Der so hat geschrieben, ich weiß zwar nicht, was ein Bundesbeißler ist, aber frohe Weihnachten. Der hat, glaube ich, gedacht, dass das Ja, ein politisches Amt ist, glaube ich. ich Aber war trotzdem überrascht von, hätte ich nicht gedacht, dass auch der Stromski mal bei mir einen Kommentar hinterlässt. Das war ja der, wo noch ein bisschen nüchterner war wie der andere im Battlefield-Ringspiel. Der ist ja über den Stuhl gefallen und hätte das Mikrofon runtergerissen halber. Der Janu. Ja, aber Ken, ich wollte nicht unterbrechen. Was hat er für dich kommentiert? Ja, zumindest bei Airline Tycoon 2, Folge 13 hat er drunter geschrieben, dass es ja doch komplexer aussieht und recht interessant wirkt, dass er sich da doch mal die anderen Folgen von angucken müsste. Ja, was soll ich dazu sagen? Kalypso hat tatsächlich nicht nur Scheiße gemacht, zwar sehr viel, Ja, die Formel aber 1 Airline Manager. Tycoon 2 war ein Glückstreffer. Die Formel 1 Manager waren durchaus nix, wie den Und so wie ich anderen. ihn, Entschuldigung, wie ich ihn Tom verstanden habe, war Tropico auch ganz gut. War Ja, das auch? stimmt. Genau, War das? Tropico ist ja auch von denen. Stimmt, Tropico habe ich ganz vergessen. Das Ist ist das aber auch auch. Tropico? Ist das Ja. auch von Calypso? Ja. Oh Scheiße, den habe ich verpasst. Wer war's? Okay, da kommt gleich wieder was. Rocky Bergmann! Dann erratet ihr auch gleich, wenn ich da abgeschossen habe, es war der Rocky Der Bergmann. Grün. Ach so. Der Lisa ist mir durchgerutscht. Wie ist das passiert mit dem Rocky? Ich habe einfach gedreht und dann war der Flug. Und jetzt knallt da der Grün rein. Nein, der fährt vorbei. Hatte ich doch recht, der Annahme. Na Okay, das gut. war's. Der Motor ist aus, weil die Zeit Bei mir kann ich ist nicht das mehr. Training vorbei Bei mit mir auch gleich. 1:42:09 Oh und je, wir kommen Zweite. 21. Der Grün ist Und das ohne Erster. Flügel wohlgemerkt. Der Grün ist Erster. Da muss noch was gehen im zweiten Qualifying. Deswegen über. Oh, jetzt werden noch durchgereicht zum 23. Wenn ich es richtig sehe. Das ist Wenn schon nicht ganz gut laufen. Jetzt wieder Scheiße, wenn ich den Hin und den Schumacher raushaue und die nicht mitfahren? Das musst du für dich entscheiden.
Ich weiß nicht, wie es Kommt drauf zu an, sehen machst du ist. den Pussy-Modus an oder nicht? Wie meinst du Pussy-Modus? Ja, wenn die abschießen, ist es ja langweilig. Dann hast du ja nicht mehr wirklich die Herausforderung, ne? Ja. Hm. Andererseits denkt der Valvorik an die Weltmeisterschaft. Er will es mit aller Gewalt noch schaffen. Besser, wenn man die so eher realistisch. Jetzt in einige Ja, Rennen. bei dir ist das ja normal. Ach so, Ehrlich. okay. Okay, danke fürs Kompliment. Bei mir erwartet man noch was Beißen, Nein, ihr seid zwei unterschiedliche Renntypen. Der Beißer ist halt mehr der Abenteurer. aber. Okay, nett umschrieben, danke dafür. Dr. Chaos. Und der Valvorik ist eher der. Weil Boris kann es einfach nicht. Boah! Quatsch. Das war der Schlag in die Fresse jetzt. Der Verbalschlag. Ja, mein Qualifying-Ergebnis ist interessant. Der Gilbert Grün ist momentan auf der Pole. Da muss Das aber noch erste was gehen. Freitagsquali um, ne? Ja, also ich finde, da muss noch was gehen. Mit dem Setup habe ich mir mehr erhofft. Aber mal gucken, vielleicht ist da drei schon hinüber gewesen. Der Pelz ist Zweiter, dann der Tien, der Lukas Bär, der Harimi und der Lichtmess. Und dann der Lisa, den müssen wir, den hätte ich sollen treffen vorhin, anstatt der Bergmann, aber da ist mir Bergmann draufgeknallt. Dann der Patzak, der Valvorik, Schweizer 11, Scholz 15, den hätte es Gott sei Dank noch nach hinten gescheppert. Der Jan Bürgi, der Rocky, da bin ich ein bisschen mitschuld, dass der so weit hinten ist. Dann der Beißler ist 23. Dahinter da Kenny, der ist vor mir und noch einer vor mir ist der Dagome. 21, 22, 23, Dagome, Kenny, Beißler. Und die anderen sind ohne Zeit. Nein, aber ohne Zeit ist, aha, Daniel Schmutz ist ohne Zeit aktuell. Den sollte ich rausschießen, den muss ich rausschießen, der darf keine Zeit fahren, dann ist der seit Platz 2 los in der WM. Okay, merke mal, kann nicht Vollgas durch die Box fahren, weiß ich das jetzt auch. Gut. Selbstexperiment gescheitert. Ja. Didim. Didim. Dann Es gehe hat ich mal. nämlich gerade voll geil geklappt mit dem, ich bin voll gut durch den ersten, so mit voll Speed angeheizt, aber dann kam noch eine Kurve, die ich da nicht mehr ganz geschafft. So, Die ist Reifen. ziemlich lang, die Boxen einfach. Kennst du schon Beißler? Die Boxeneinfahrt. Ich Ist schon möchte. mal, hast du schon mal beschnuppert? Ich will sie gar nicht kennenlernen, aber ich sollte es mal üben. In Jerez wäre es ja fast schief gegangen, als ich mich noch gedreht habe. Und ich habe noch gesagt vorher, ich habe Angst vor der Boxen einfach. Und dann knall ich rein und drehe mich. Und habe aber trotzdem noch gewonnen. Das muss man auch mal schaffen. Ja, war schon Aber nicht schlecht. ich tue leider immer noch mit 2 Runden Sprit tanke. Deswegen schaffe ich die Boxeneinfahrt dann nie, weil ich dann stehen bleibe danach. Also, es kann ich gar nicht schaffen. Ich tue doch immer am Sprit trickse. Was glaubst du, wenn ich Was dann. ich mir halt wünschen würde für die nächste Saison, ist, wenn der Beißler die F1-Taste rausmacht. Dann können wir gleich nach 5 Sekunden jedes Rennen beenden. Da Das. vertraut jemand auf seine Fähigkeiten, ja. Also, da wirst du vielleicht noch dritte oder vierte Saison warten müssen, bis das kommt. Ja, Teambesetzungen sind auch interessant. Vielleicht habt ihr Vorschläge, schreibt es mir unter den Kommentaren, wenn ihr jetzt doch lieber der Grün im Arrows im Arrows, im Footwork sehen wollt oder im Williams oder wenn er sagt, der Valvorik sollte Teamkollege vom Beißler bei McLaren werde. Der Valvorik hätte schon was dagegen, dass der Grün dann kommt zu Williams. Da passt er auch Als nicht. Teamkollege ist okay, aber egal welcher Spacko es wird. Okay, das hat der Kenny gehört. Ich habe gar nichts gehört. So, hier muss ein bisschen was gehen, sonst gibt es letzte Startreihe. Das war nicht so ganz toll in dem Qualifying. Im Freitag. Deswegen muss es hier am Samstag Ausschussfähig. laufen. So. Ach, Kenny, jetzt hast du mich unsicher gemacht mit Pussy-Modus. Ich will keine Oh, ich will Pussy keine Pussy sein, weil es heult rum wie so ein Mädchen, Alter. sein. Oh, das war weit auf der Randstein, aber gut gewischt. Vielleicht Dann. sollte ich es wirklich einfach so probieren und ja.
Ja, wie gesagt, das ist eh deine letzte Chance. Wenn du hier verkackst, dann ist eh vorbei. Ist halt scheiße, wenn die Punkte holen, dann kann ich es gleich vergessen. Ich würde sagen, entscheid du selber, wie du es für dich handhaben willst. So habe ich das in den Rennen auch immer Richtig. gemacht. Und so sind die Rennen ja auch geworden vom Beißler zum Teil. In seiner Entscheidung gelegen. War mir zu langweilig, dann drehe ich um. Jetzt sind es ja mehr die Qualifyings, wo ich da eher anfange mit rumcrashen und im Rennen kann ich mich schon zusammenreißen. Ist ja schon Schauen wir mal mal, wie es jetzt Fortschritt. wird, wenn du vom letzten Platz startest. Ja gut, wenn ich merke, dass ich die Zeit nicht verbessern kann, dann nehme ich das hin und dann drehe ich doch wieder um. Ja, im Rennen weiß ich, was ich drauf habe und das ist okay. Boah, mein Auto sieht auch cool aus. Oh, wieder ein 46,775. Das wird wieder durchreiche. Der erste schafft 1,45. Okay. Ich habe gerade eine Seite gefunden, wo ich einen Grand Prix 2 ankomme. Ja, sogar der Luca Lichtmess überbietet mich schon, das war mir klar. Das wäre aber geil, Kenny. Der Lange ist schlechter gefahren wie ich. Ich sollte nochmal versuchen, was rauszuquetschen. Bist du schon im zweiten Qualifying? Wer ich? Ja? Ja. Schon lang. Echt? Schon lang? Ja. Sag das Und doch! Er wartet und wartet und wartet. ja, ich bin davon ausgegangen, dass du schon drin bist, weil du meistens eh immer vor mir drin bist. Na, pff, wir sprechen uns doch ab, oder? Na, Dödöd. Na gut. ja, dann wärst du, dann wärst wenigstens bin ich da mal früher fertig, sagen wir es mal so. Ja, da kannst du schon mal die Startaufstellung durchgehen und Genau, sowas. siehst du, Aber die ein bisschen. hat doch alles Vor- und Nachteile. Ich muss jetzt versuchen, die Zeit zu verbessern. Der Lichtmess und der Schweizer waren besser wie ich und das geht nicht. Da muss was So. gehen. Damit Servus und Hallo. Ja. Zum zweiten Teil von Qualifying. Servus und hallo. Sehen in derselben Aufnahme. Yay! Sag ich auch mal Servus und Hallo. Servus, Grüezi und Hallo. Oh, Beißler, Ich nein. werde immer weiter durchgereicht. Ich muss da am Schweizer und Scholz und Co. vorbei. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe mir doch mehr versprochen von dem Setup. Das heißt, es wird ein ziemlich hartes Rennen werden. Hart. Wichtig wäre, der Schmutz noch abzuschießen. Der hat noch keine Zeit. Ich glaube, ich drehe gerade mal schnell um und schieße ihn ab. Ja, einfach mal gekonnt ignoriert, hä? Ja? Wer hat gekonnt Er hört nur, was ignoriert? er will. Was habe ich gekonnt ignoriert? Nichts, Beißler, alles. Das Noob Die vorhin, ich auch. habe alles gehört. Ich reagiere nicht immer auf alles, weißt du? Ich bin voll im Rennmodus drin. Ich muss mich ja konzentrieren auf die Kurve, dass ich da nicht den Flügel abfahre. So wie der Walvorik Beißler, drück F1. immer. Wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Wer kann, der kann. Und das war Also nix, mir das war reicht. jetzt die Reifenstapel. Falsche Taste. Hört jemand von euch Saltatio Mortis? What? Okay, nein. Das war der Vielleicht, ja. Reifenstapel und damit ist das Auto verendet. Falsche Taste gedrückt, so schnell geht es. Kommt der Beißler, da kommt der Hill. Ab in die Box. Der Scholz ist schon wieder vor mir. Eine Tausendstel ist der Scholz vor mir. Na, warte, dich krieg ich. Warte! Eine Tausendstel, das ist ja wohl ein Witz. Ich glaub's ja nicht. Die Tausendstel, die kratze ich ihm sonst wo ab hier. Na, Da warte. kratze ich ihm was ab, Eine ey. Tausendstel, das ist ein Witz. Die werde ich noch finden irgendwo. In irgendeiner Schikane werde ich sie richtig hart finden, die Tausendstel. Jo, wo bist du? Wo hast du dich denn versteckt? Ja, komm raus. Eine Tausendstel, das ist ein Witz. Das muss der Beißler schaffen. Also wenn nicht, schaffe ich es, wenn ich andersrum fahre. Und dann ist er weg, der Scholz. Aber die schaffe ich, die Tausendstel. Das ist ja ein Witz. Man lacht doch drüber. Ha! Ich mach wow, 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 Du warst also Katze mit Verstopfung. Ich wow. wollte sagen, und? Ja, und da drehe ich mich. Tschüss.
in der Auslaufrunde, dass, oh, ich habe gar keine Schleuderkorrektur drin. Jawohl, jetzt kann ich sie wieder rausmachen. So einfach geht es, ganz schnell. Nichts kaputt, kann ich jetzt ganz entspannt weiterfahren. Aber wenn es jetzt 3/10 gewesen wäre vom Schulz, dann hätte ich vielleicht eher geknabbert bei einem Tausendstel. Das muss machbar sein. War es um Platz 1 oder um was geht's denn bei euch? Nee, da Oder geht um es die jetzt um goldene Laterne? Platz 12 geht's da gerade. Okay. Ich glaube, Platz 1 wird es nicht geben in dem Rennen von Beißler. Ich glaube, irgendwie hätten die anderen Aber noch ein besseres Setup gefunden. du bist in der Mitte irgendwo, oder? Im Sandwich Ich bin im quasi. Oder sind noch nicht Mittelfeld. alle gefahren? Erstens das und zweitens Okay. sind aber auch einige hinter mir. Der Lang zum Beispiel, der Schweizer ist jetzt Der Lange mittlerweile ist hinter dir. Okay. auch. Der Schweizer, oh je, du Armer. Und der Lisa ist leider noch vor mir, aber das werde ich auch noch ändern. Besser eine Lisa vor sich als einen Schweizer hinter sich. Ja, wenn wir uns an San Marino erinnern, könntest du recht haben. Aber ich denke, der Schweizer hat auch mal gelernt durch seine Fehler. Gerade nachdem ich in San Marino mit Hilfe von Lukas Bär dann endgültig erledigt habe, wird er daraus seine Lehre gezogen haben. Sicher, seitdem hat er nichts mehr gemacht, der Schweizer. So, der lernt, der ist lernfähig, der gute Schweizer. Otter. Ja, riemen doch, oder? Ja, 3/10 schneller. Mal gucken, ob ich es halten kann. Das wäre schon mal die Tausendstel auf der Scholz. Das sollte sich noch ausgehen. Das lassen Beißler keine Ruhe, die Tausendstel. Nein. Und ja gut, es kommt immer drauf an, wer sie hat. Und die Person, die die Tausendstel vor mir hat, die hat da nichts verloren. Und deswegen lässt sie mir keine Ruhe. Was hat der hat's? Ja, der hat sie nicht mehr lang, der Scholz. Ja, jetzt habe ich zwar 2/10 verloren im zweiten Sektor, aber ich habe immer noch den Tausendstel. Sollte mich am Scholz vorbeibremsen können, wenn ich nicht irgendwo abfliege. Es war vorhin einmal, wo ich eine Zeitrunde machen wollte, habe ich die falsche Taste gedrückt beim Lenker, bin Reifenstapel gefahren. Das ist halt Beißler. Das hätte man. 1:41.200, meine neue Bestzeit. Yes! Zehnter! Gehen wir mal in die Box. Damit habe ich Ich den fällt Scholz mir. definitiv. Yes, ich habe ihn überholt, den Scholz. 1:46.615. Aber auf Linus Hartmann ist Erster. Aber das reicht nicht. Da komme ich nicht dran, glaube ich. Ich glaube, das Setup ist gut fürs Mittelfeld. Aber ich denke, weiter vor wird es nicht mehr gehen. Aber ich habe den Scholz überholt. Yes, das ist das Ziel erreicht. Die Tausendstel habe ich ihm abgebügelt, habe ihm noch 2/10 hinterhergeschmissen, dem gute Scholz. Die soll er erstmal abnagen. Wer ist denn eigentlich auf der Strecke? Der Harimi, der Bergmann, der Patzak, der Lisa. Jawohl. Reifesatz 1, den braucht kein Mensch, der Reifesatz 1, der ist kaputt. Und dann der Lisa ist erst in der R130, da habe ich genug Zeit zum Drehen. Mal gucken, was mit ihm gleich passieren wird, mit dem Lisa. Ach, den Schmutz wollten wir auch noch treffen, aber der fährt gerade nicht, leider. Wahrscheinlich hat er eh schon eine Zeit mittlerweile. Dann ist der Reiz verloren. Da kommt erst der Bergmann, der Lisa kommt ja erst dahinter. Jetzt machen wir mal richtig geile Rückwärtsgag. Den kennen wir ja schon aus einigen Rennen, wo der Rückwärtsgag gekommen ist. Der Rückwärtsgag. Ja, da fährt der Beißler gelandet mal rückwärts. Naja, das ist das blöde System, bremst mich wieder aus. Und tschüss, Schumacher. Wenn die Kameraperspektive noch nicht so blöd wäre, da fahren sie mich an mir vorbei und ich treffe sie nicht. Die Kameraperspektive so schlecht ist. Jetzt da ist der Lisa, glaube ich, schon vorbei. Ach Mann, echt? Ach Mann, echt. Mano. Anno. Dreh dich? Jawohl, jetzt können wir richtig heftig crashen. Der fährt. Es war, glaube ich, der Schmutz gewesen. Nein, da haben wir erst, aber da ist einer weggeflogen. Wer war das? Sah nach einem. Ich glaube, das war der Kenny. Nein! Ah, das war der Kenny. Oh Mann.
Mann, ey. Jetzt fehlt nur noch der Valvorik, nur noch der Valvorik, den ich abschießen muss. Der ist gerade durch. Diese Schadensfreude ein. Der ist aber leider durchgezwitschert. Jetzt muss nur noch der Valvorik abgeschossen werden. Dann habe ich tatsächlich alle abgeschossen in diesem Let's Play, die man abschießen kann. Ja, sorry, Kenny, da hat's dich erwischt, aber es reicht leider nicht. Mit der Lisa ist vor mir, ich krieg die Krise. Sorry, Kenny, war gar keine Absicht. Ah! Ich lache. Ha! Oh nein, jetzt ist sogar der Lisa. Das Setup war nicht so das. Also, sorry, Kenny, aber das sah jetzt geil aus. Ich hab gedacht, es war ein Lischje, aber es war der Kenny. Tja, Valvorik, dann wirst du auch noch drankommen müssen, leider, sonst ist die Liste unvervollständigt. In ich dachte, das war ein Spacko, aber es war der Kenny. Also, Valvo, dich werde ich auch noch treffen, weil dann ist die Liste nicht vervollständigt, wenn ich dich nicht auch noch abschieße. Dann hätte ich nämlich alle abgeschossen, die hier mitfahren. Ich werde noch Weltmeister, vergiss es. Träum weiter. Aber hey, der Scholz habe ich hinter das mir gelassen. Das darf nur der Kenny. Oh, oh, der Scholz ist leid. Oh, ich glaube, dann werden der Dagomir und der Kenny auch das Rennen fallen. Ja, ist schon gut. Ich werde mir das merken, Beißler. Kenny, das war's. Der hat gerade mein Grand Prix auch zum Laufen gekriegt. Hey, geil. Und dann hat er jetzt der Beißler auf Englisch. Auf Englisch? Aber kannst du ja auch, oder? Das ist ein Formel-1-Spiel, dann brauchst du ja bloß Englisch für. Ja, du hast ja die US-Kenntnisse. Du bist ja da schon mit ein bisschen Englisch groß geworden, du kannst es ja dann eher schon. Also ein bisschen. Vor allen Dingen das Englisch, ich meine, das kriegt ja gleich jeder hin. Da gibt's nur schnelles Rennen und Bäh. Und selbst, ja. Ja, da wird der Kenny jetzt den Beißler rein editieren und dann heftig abschießen dafür. Ich werde mir einfach überlegen, was ich da so alle rein. Das heißt, du könntest ja dann in der dritten Saison bei der Freegator mitmachen und auch wenn du Platz hättest, auf der Platte auch noch aufnehmen. Ich würde schon in der zweiten mitmachen, eventuell. Das heißt in Adelaide. Oh, scheiße! Gut, ich gehe mal die Zeiten kurz durch. Nein, ich bin am Hill vorbeigesegelt. Fuck! Wumse! Also, ich hätte ihn ja getroffen. Der Hill guckt nur, was war denn das gerade? Was denn das für ein Depp, oder? Der hat mich da verfehlt. Verfehlt, ja, das trifft's gut. Also die Zeit am Ende, sehen wir, der Beißler ist leider letzter, das Setup war wohl doch nicht so das Gute. Ich hätte soll ein bisschen experimentieren. Wahrscheinlich werden der Dagomir und der Kenny für mich Platz machen müssen. Der Le Gall könnte es noch gerade schaffen. Obwohl ich jetzt lieber den Le Gall rausschicke, dass der Kenny dafür rein darf. Aber so ist das Leben eben. Weil Valvorik hat es ja auch schon erwischt, also braucht gar nichts sagen. Der Gilbert Grün holt sich auf jeden Fall die Pole Position. Ich hab's schon erwischt. Du warst auch schon mal beim Rennen aussetzen müssen. Ich weiß. Achso, ja, also passt. Ich glaube in Kanada war das, wo du. Oder. Ja doch, in Kanada hast du, glaube ich, gefehlt. Der Grün. Ja, Leute, so wie es aussieht, mache ich dem Beißer schon Konkurrenz. Wieso hast du gleich mal welche getroffen? Den hätte ich aufnehmen sollen. Der Grün steht auf jeden Fall auf der Pole, der Pelz ist Zweiter, dann der Hartmann und der Patzak. Der Grün wird mir dann auch gefährlich, der Schmutz ist doch noch reingekommen, Sechster. Das sind jetzt die Leute, die mir gefährlich werden, selbst der Rocky auf Platz 8 kann ja Weltmeister werden. Der Lisa, den werde ich irgendwann noch treffen, glaube ich, in dem Rennen. Der Grün könnte mir aber gefährlich werden, wenn der jetzt doch das Rennen gewinnt. Dann wird es richtig spannend in Adelaide, da können doch echt 12 Fahrer noch Weltmeister werden. Schweizer 14, Valvorik 15, Jan Bürgi 16. Dann der Tobias Bürgi 20, der Scholz 21, der Schwall 22, Valvorik sein Liebling mit der Nummer 4. Stefan Mayer 23, der kann auch noch Weltmeister werden. Der Le Gall wohl eher nehme auf der 25. Boah, er ist jetzt gerade voll abgehackt. Ja, habe ich gerade einen Abschiss? Ich hatte gerade den Absturz beim Beißler. Okay. Aber ich bin noch da, ich nehme noch Beißler? Auf. Beißler? Er ist still. Oh, der kriegt nichts mehr mit. Doch, ich höre euch noch. Hört ihr mich noch? Ja, jetzt wieder. Sehr roboterhaft. Gut, ja, da würde ich mal sagen, Beißler hat da wohl zwei rausgekegelt. Was sagt er mir fürs Rennen? Durchfahren?
27. durchfahren. 27 Runde erwarte uns. Mal gucken, was ich da mache. Kann ich gehe mal in Runde 15 in Box. Es sollte hinhauen. Ja, ich denke ich mal, mache mal.